Am Samstag besiegten die UAC-Männer die Redhawks Kaufering und zogen somit in das Finale der Playoffs ein. Die Damen des UAC traten am Sonntag gegen den MFBC Grimma an. Für sie ging es um den Titel der deutschen Meisterschaft. Vor fast ausverkaufter Kulisse in der Weißenfelser Westhalle erlebten die Zuschauer ein spannungsreiches Spiel. Während das erste Drittel noch ohne Tore ein ziemlich ausgeglichenes Spiel zeigte, kam im zweiten Drittel langsam Spannung auf. In der 31. Minute konnten die Weißenfelser durch ein Tor von Katja Leonard in Führung gehen. Doch bereits 6 Minuten später glichen die Gäste durch einen Treffer von Lena Maria Lübke aus. Obwohl die Gastgeber nun spielerisch überlegen schienen, konnten sie keine weitere Chance verwerten. Mehrfach mussten die UAC-Torfrau Indra Reck das heiße Eisen aus dem Feuer holen. Sekunden vor dem Schlusspfiff stand es dann immer noch 1:1 und eine Verlängerung schien unausweichlich. Doch mit dem Schlusspfiff überwand Sophie Kühne die Weißenfelser Torhüterin. Nach kurzer Beratung gaben die Schiedsrichter schließlich das Tor für Grimma und entschieden damit das Finale gegen die Frauen des UHC. Eine bittere Entscheidung für unsere Spielerinnen, die in der möglichen Verlängerung ihre Chance auf den Titel sahen.